Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserer Biosyn Jurassic World. Es geht wieder weiter mit dem nächsten Parkbereich. Den habe ich hier schon fleißig vorbereitet und mache jetzt hier schon mal die ersten groben Planungen, was Wege angeht und natürlich auch was die Tourstrecke angeht. Ich wollte in diesem Parkbereich dann auch mal endlich eine Lagune bauen mit den ersten Wassersauriern für den Park. Natürlich brauchen wir dann auch Beobachtungsgalerien. Und um die Lagune herum habe ich dann einmal den Weg komplett herumgeführt. Außerdem habe ich dann auch noch neben der Lagune ein Aviarium gebaut, also so ein Vogelkäfig. Den habe ich jetzt aber auch noch nicht so mega groß geplant. Wir werden auf jeden Fall noch einen weiteren im Park haben, denn ich will natürlich auch später noch den Quetzalcoatlus im Park unterbringen. Und dafür ist, glaube ich, 5 Aviarien nebeneinander ein bisschen zu klein, weil der ist ja schon wirklich sehr riesig. Und natürlich sollte auch die Tourstrecke dann durch das Aviarium gehen. Da muss ich dann hier einmal den Weg ein bisschen verschmälern. Sagt man das so? Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall, damit ich da einen vernünftigen Übergang dann hinbekomme. Und jetzt habe ich ein großes Problem festgestellt, was diese Touren angeht. Denn man kann die Fahrtrichtung der Tour nicht einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt so die Tour so gelassen hätte, wäre der Tourtruck immer in die falsche Richtung gefahren. Und deswegen musste ich wirklich das Tourgebäude am Anfang nochmal umdrehen, damit das dann wirklich auch in die richtige Richtung fährt. Das ist schon ziemlich nervig. Also es wäre schon schön, wenn es die Option geben würde, dass man einstellen könnte, in welche Richtung der Truck dann rausfährt. Weil ich musste halt jetzt wirklich da mega kompliziert umbauen. Und das sah optisch dann auch nicht so schön aus wie vorher, aber es war dann letztendlich doch ganz okay. Und man kann ja mittlerweile auch Tourstationen miteinander verbinden. Und dann ist die Tour sozusagen auch ein Transportmittel von dem einen Parkbereich in den nächsten. Deswegen habe ich in unserem neuen Parkbereich dann auch eine weitere Tourstation geplant, damit die Gäste hier auch aussteigen können. Und auch unsere zweite Wegfarbe habe ich dann hier in dem Parkbereich wieder eingebaut. Dann brauchen wir natürlich auch noch eine Brutstation für die Lagune. Da habe ich den Weg dann auch einmal drumherum geführt. Und in diesem Bereich habe ich dann auch noch ein paar Hotelanlagen gebaut. Da habe ich dann noch eine Wegfläche eingezeichnet. Und das Ganze natürlich auch mit einem Übergang über die Strecke mit dem Hauptweg verbunden.
Und als nächstes ging es dann an die Gestaltung von dem Aviarium. Dort habe ich erstmal viel Wasser eingezeichnet und dann auch ein paar Höhenunterschiede. Diese habe ich dann natürlich auch mit Fels ein bisschen angepinselt. Und der Fischfutterspender für die Lebewesen, die dort reinkommen werden, darf natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt kamen auch ganz viele Felsen noch dazu. Und dann kam auch noch der ein oder andere Busch dazu. Und auf der Rückseite habe ich dann das Terrain auch nochmal ordentlich angehoben, genauso wie in der Mitte. Und ich hatte, glaube ich, gar nicht im Video mit drin, wie ich die Strecke eingezeichnet habe. Aber das seht ihr gerade ganz gut, den Streckenverlauf. Ist quasi so ein S einmal durch das Aviarium durch. Und ich habe halt jetzt versucht, mit den Höhenunterschieden und Felsen das möglichst spannend zu gestalten. Also man kommt halt in das Aviarium rein und sieht dann noch nicht das gesamte Aviarium. Das heißt, man muss da wirklich warten, bis die Tour hinter dieser Felswand, die ich gerade halt einzeichne, vorbeifährt, damit man den hinteren Teil des Aviariums sieht. Finde ich immer ein bisschen spannender, als wenn man halt direkt alles sieht. Dann habe ich im Wasser auch noch eine Landeplattform für die Flugsaurier platziert und dann kamen noch einige Bäume dazu. Und im hinteren Bereich des Aviariums habe ich dann auch nochmal eine kleine Wasserfläche mit Futterspender eingezeichnet und auch dort herum das Terrain ein wenig angehoben. Ich konnte übrigens komischerweise im Aviarium das Terrain nicht absenken. Also ich hätte gerne an der einen oder anderen Stelle das Ganze abgesenkt, damit das Wasser halt ein bisschen tiefer ist als diese Standardhöhe. Aber das ging irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob das standardmäßig so ist, aber ich denke mal, ich werde nächstes Mal dann nochmal gucken mit Mods, dass ich das irgendwie halt umgehen kann, dass ich das Terrain anpassen kann, wie ich möchte. Das hat mich schon ein bisschen gestört, dass ich da wieder so eingeschränkt war. Aber ihr seht auch, hier im Hinterbereich habe ich auch wieder viel mit Felsen gearbeitet und auch ein bisschen mehr mit Sand noch. Und dann wieder viele Bäume auch noch platziert. In die Mitte auf diese große Felswand habe ich dann noch die ein oder andere Landeplattform für die Flugsaurier platziert. Fand ich optisch auch nochmal ganz cool. Und sieht es bestimmt nice aus, wenn die dann dort landen und man das halt direkt sieht, wenn man in das Aviarium fährt. Und ich habe dann auch noch an den Beobachtungsgalerien Flutlichter installiert. Jetzt noch zu guter Letzt ein paar Feinarbeiten, ein paar mehr Felsen, ein paar mehr Bäume und Büsche. Und zu guter Letzt dann auch noch eine weitere Landeplattform im hinteren Bereich des Aviariums. Und damit war die Gestaltung von dem Vogelkäfig soweit fertig. Jetzt habe ich schon mal um unseren Bereich herum nochmal ganz viele Bäume eingezeichnet. Und an den Rändern zum Waldübergang habe ich dann wieder einige Felsen eingezeichnet und noch so ein paar kleinere Bäume per Hand, damit wir wieder diesen Übergang haben von
hohen Bäumen zu kleinen Bäumen und dann zu Weg. Das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle dann rausgeschnitten, weil ich das halt fast überall gemacht habe. Und ich denke mal, das ist zum Zuschauen dann irgendwann nicht mehr so spannend, wenn ich halt überall dann immer Bäume und so platziere. Jetzt am Anfang könnt ihr es dann nochmal sehen. Also erstmal platziere ich ja grob überall Felsen hin, so ein paar. Und jetzt kommen halt noch ein paar handplatzierte Bäume dazu. Und das mache ich halt wirklich am gesamten Wegesrand. Und natürlich dürfen Lagunenschilder hier nicht fehlen, auf den Wegen zur Lagune hin. Und ich habe dann auch zwischen den Beobachtungsgalerien einige Sitzmöglichkeiten für die Besucher platziert und auch noch ein bisschen plätscherndes Wasser mit Hilfe von so Springbrunnen. Und auch Beleuchtung durfte in diesem Bereich nicht fehlen. Das möchte ich ja sowieso über den gesamten Park dann haben, dass der ganze Park bei Nacht auch gut beleuchtet ist. In der Mitte von dieser Wegfläche habe ich dann auch noch ein paar Springbrunnen und auch noch so eine beleuchtete Bronzeskulptur platziert. Und vor dem Aviarium natürlich auch die passenden Schilder. Und die freien Flächen habe ich dann wieder schön mit Felsen ausgekleidet. Und auch den ein oder anderen Baum habe ich dort noch hin platziert. Dann gab es wieder noch mehr Beleuchtung für den Park. Das ist halt wirklich viel Arbeit, diese ganzen Lampen einzeln zu platzieren. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es sich dann lohnen. Wenn wir dann irgendwann mal schön auf Nacht stellen, dann wird das bestimmt ein nicer Anblick sein, wenn überall diese coolen Laternen stehen. Und vor den beiden Hotels habe ich dann auch noch wieder ein paar Stühle und Sonnenschirme für die Besucher platziert. Dann auch noch Jurassic Tour Schilder vor der Jurassic Tour. Hier muss ich übrigens das ganze Gebäude auch umdrehen, sonst hätte das nicht funktioniert. Und in unser Aviarium kommen zwei Kronos. Oh, der eine hat richtig schöne grüne Punkte und Streifen auf dem Rücken. Und der andere gelbe. So ein cooles Skins bei rausgekommen. Ich habe halt das Zufällige gemacht. Aber bin ich sehr zufrieden mit. Diese Dinger hier habe ich auch noch platziert. Das hatte ich, glaube ich, auch nicht im Video drin. Also die Futterspender. Hier sind auch einige Fischfutterspender noch. Also fressen haben die mehr als genug. Und ihr könnt natürlich auch wieder für alle Dinosaurier, Wassersaurier und Flugsaurier, die ich in dieser Folge freilasse, Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Am Ende werde ich dann auch das Savegame hochladen und dann könnt ihr nachschauen, ob ihr euch verewigt habt. Und in das Aviarium kommen einige Dimorphodons. Das dürften 5 Stück sein. Ja, 5 Stück. Auch mit verschiedenen Skins. Boah, Kamera perfekt. Also groß unterscheiden sich die Skins gar nicht. Aber ich finde, die passen irgendwie zu Bios hin. Aber der Skin sieht jetzt komplett anders aus hier. Und auch noch zwei weitere Flugsaurier mit riesigen Zähnen.
immer Radactylus. Das ist auch ein cooler Skin. Ich hoffe, die greifen sich jetzt nicht an. Kannst gleich mal eben in die Settings gehen und gucken, ob ich alles richtig habe. Ich glaube, die würden sich nicht verstehen. Sehen sich aber sehr ähnlich. Die Maserung ist ein bisschen anders hier. Ich glaube, hier ist die dunkler, bei dem anderen war die eher so bläulich. Wie cool das mit dem Nebel hier drin aussieht. Das ist ja richtig nice. Wusste ich gar nicht, dass es auch im Aviarium aufzieht, dieser Nebel. Sieht aber sehr atmosphärisch aus mit dem Nebel im Hintergrund. Und guck mal, wie schön die hier landen. Die landen halt hier vorne auf den Felsen und dann fährt auch hier die Tour lang. Kann man die dann echt perfekt sehen. Was ich an diesem Bereich auch noch sehr, sehr gerne mag, ist, dass hier dieses Biosyn-Gebäude im Hintergrund ist. Das passt da perfekt hin. Und wir sind jetzt auch soweit fertig mit dem Bereich. Also, falls euch das heutige Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.